Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Boxing School. So, wir wollen heute wieder mit unserem Boxer weiterkämpfen, unserem Hurricane, ja, so wie er heißt. Wir müssen uns erstmal wieder für den nächsten Kampf vorbereiten. Wir haben in der letzten Folge, also wir haben die Folge abgeschlossen mit einem Kampf. Deswegen muss er jetzt erstmal wieder sich ein bisschen regenerieren. Also wir haben einen neuen Sponsor, das ist sehr gut. Nein, hier wollte ich nicht hin. Hier, einmal das. Kriegen wir wieder ein bisschen mehr Geld. Wunderbar. So, du kannst direkt weitersuchen, bitte. So, wir können ihn erstmal wieder nach Hause schicken. Wir machen uns wieder für den neuen Kampf vorbereiten. Ich hoffe, dass er endlich mal ein paar Sterne mehr bekommt, weil das ist schon gut nervig, ne? Dass er immer nur 3 Sterne hat. Ich will endlich mal weiter trainieren. Dann wird er auch noch mal ein bisschen stärker, unser Boxer. So, 40%. So, kannst du jetzt mal ein kleines bisschen trainieren da. Damit hier die Prozentzahl wieder ein bisschen runter geht. Dass wir die 100% nicht erreichen. Weil dann droppen unsere Stats, so wie es da auch steht. Aber wir können boosten, sehr gut. Oh, wir können schon einen neuen Kampf annehmen. Geil. Wir gegen Buster. Andreas Buster Farrell. Ich glaube, gegen ihn haben wir schon mal gekämpft, oder? Ich weiß gar nicht genau. Ich weiß, habe in letzter Folge auch gesagt, wir haben schon gegen ihn gekämpft und hatten wir gar nicht. Ja, aber ich glaube, dieser Buster war, glaube ich, der, gegen den wir gekämpft haben. Den hatte ich, glaube ich, verwechselt. Nur. So, wann ist der Kampf? In 6 Tagen. Alles klar. So, ab nach Hause mit dir. Nächster Tag. Ja. Ja, wir brauchen ihn nicht trainieren. Können wir sowieso nicht so wirklich ihn trainieren, also von daher. Brauchen wir das jetzt nicht. So, ab nach Hause. Wir können auch noch so ein bisschen Marketing machen. Oder Promotion, wie es glaube ich hier heißt. Hier. Machen wir mal ein bisschen Radiowerbung. Damit wir auch schön gut Tickets verkaufen. So soll das ja sein. Dann kriegen wir auch ein bisschen mehr Geld. Wir haben jetzt schon echt gut Geld, ne? Aber 55.000 ist echt eine Menge. So, wie lange noch? 2 Tage. Du kannst jetzt mal noch mal ein kleines bisschen trainieren. Ein bisschen die Prozentzahl runterbringen. Ah, dass ich wieder nicht boosten kann, ne? Ah, jetzt. Gerade wo ich es gesagt habe, kann ich boosten. Jetzt geht das Ding auch noch kaputt. Egal, wir senden dich nach Hause. Hast genug trainiert. So. Nochmal nach Hause. Jetzt müsste der Kampf auch bald anstehen, glaube ich. Ich glaube, das war dieser Buster, gegen den wir mal verloren hatten am Anfang der, dieser Klasse hier, der Boxerklasse. Ich glaube, da haben wir schon mal gegen ihn, ich glaube, verloren war das, glaube ich. War das nicht der erste Kampf? Ups. So, jetzt ist es soweit. Hurricane gegen Buster. So, wir gehen wieder voller Attacke auf den Kopf. Oh, der hat aber richtig Leben, ne? Richtig, oh, der Damage. Und der hat ja fast alles mehr als ich, außer das Speed. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Nein, doch. Ich meine, was soll ich denn dagegen tun? Und jetzt schon wieder ist die Stamina leer. Jetzt hat er sein ja, komm. Ist klar. Der macht meine kompletten HP mit einem Schlag weg. Wo ist denn jetzt hingerannt? Ey, was war das denn jetzt von ihm? Alles klar. Ja, das, den Kampf können wir so gut wie gar nicht gewinnen. Der ist doch krank, der Typ, ey. Hier schon wieder die Stamina ist leer. Ey, meine Stamina ist nur leer.
Ey, wir waren so gut in den letzten Kämpfen, aber gegen den Typen wieder jetzt, das war's für mich. Ja, Alter. Keine Chance gegen ihn. Das war scheiße. Und ich kann meinen ja auch nicht weiter trainieren, ne? Also von daher, gegen den haben wir noch keine Chance. Da geht gar nichts. Ja, die Frage ist, wann kriege ich meinen Stern dazu, den vierten? Ja? Muss ich dazu die Klasse erstmal abschließen? Denn das werde ich auf jeden Fall nicht schaffen mit diesem Boxer. Dazu müssen wir ein bisschen stärker werden. Sonst sehe ich da überhaupt keine Chance. Gegen ein paar konnten wir ja gewinnen. Wo ist denn das hier? Mann. Hier. Gegen ein paar konnten wir ja gewinnen. Gegen zwei bis jetzt. Aber gegen den ist da nichts zu machen. Gegen den Typ. Hatten wir jetzt gegen diesen Buster gekämpft? Das ist doch der Titelverteidiger, oder? Ja, dann habe ich mich getäuscht. Dann hatten wir hatten gegen irgendeinen mal gespielt. Ich glaube, diesen Bull. Ja, diesen Bull war das, glaube ich. Ja. Aber wir hatten jetzt gegen den Champion schon geboxt. Okay. Ja, was soll ich gegen den machen? Da kann ich bloß höchstens gucken, dass ich jetzt nochmal hier ein bisschen reingehe. Hier in den Skills, dass ich hier vielleicht noch um einiges verbessern kann und dass ich dann eine Chance vielleicht gegen ihn habe. Anders kann ich das nicht machen. Ja, dann würde ich sagen, werden wir diesen Titelkampf in der nächsten Folge nochmal machen und ich werde offline ein klein wenig hier Kämpfe machen, ja. Also man kann ja hier ab und zu, immer wenn der Balken voll ist, die Tage, kann man hier einen Kampf in der Mitte machen, ohne dass man den hier annimmt, den Kampf, den man hier rechts zu stehen hat, ne? Deswegen, das werde ich machen, ich muss die Skills erhöhen, anders werde ich da keine Chance haben, ne? Alles klar, Leute, ich würde sagen, das war's mit der Folge, ich weiß, die ist ein bisschen kürzer als sonst, aber ich sehe da jetzt erstmal keine Chance, ich muss offline ein klein wenig, das würde jetzt zu lange dauern in der Folge, wenn ich das alles machen würde. Also ihr verpasst nichts, das Einzige, was wir machen, ist die Skills erhöhen. Na, hier können wir ja nicht mehr reinskillen. Erstmal, und deswegen würde ich sagen, das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.